मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगो रे, मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी भलाई मांगो रे। Ich frage euch das jetzt zum letzten Mal. Wie soll sie heißen? Komm schon. Ich habe einen Namen. Wie wär's mit Afrin? Was? Afrin. Oder wenn nicht Afrin, dann Jasmin. Da habe ich einen besseren Namen. Was? Wie wär's mit Joy Machine? Ich finde, sie sollte Angel heißen. Angel ist ein schöner Name. Sie ist unser Engel. Sie hat uns den wahren Sinn unseres Lebens gezeigt. Ich glaube, das ist der richtige Name. Und hier kommt Angel! Oh komm schon, nenn mich Daddy. Daddy, nicht Daddy. Komm schon, komm, Er ist Daddy, ich bin Daddy. Daddy. Nein, nein, er ist Daddy, ich bin Daddy. Vergiss Daddy, sag nicht Daddy, sag Dada. Nenn mich Dada. Sag Dada. Na, Dada. Du Daddy. जो हमको दो हमको सुकून आए पलकों में सपने समाए जो हमको सीने से Mein Freund gefallen sie, das ist total in. Das soll in sein? Das ist vulgär. Ich hasse es. Dad, du hast überhaupt keine Ahnung von Klamotten. Ich hasse dich. Wenn Angel mal groß ist und enge Kleider trägt und Miniröcke, was machen wir denn dann? Naja, ihr beide werdet es hier sicher durchgehen lassen und ich werde sauer und gebe ihr Hausarrest. Wovon redest du denn nur? Erzähl ihm bitte, was passiert ist.
Wir haben heute im Park ein Mädchen mit ihrem Dad streiten sehen. Ich meine, sie hat gesagt, ich trage einen Minirock, weil es meinem Freund gefällt. Sie war tatsächlich so dreist zu sagen, ihrem Freund gefällt es. Ja, ich meine, sie sagte ihm, Dad, ich hasse dich. Sie hatte überhaupt keinen Respekt vor ihm. Und dann, wenn Angel erwachsen ist, wird sie auch keinen Respekt vor uns haben. Wir werden einen Freund für sie aussuchen. Wir entscheiden das. Vergiss den Freund. Sie wird gar keinen haben. Wir suchen einen Ehemann. Und selbstverständlich wird er mit bei uns wohnen. Richtig. Und der wird viel besser sein, als wir es sind. Richtig. Richtig. Wisst ihr was, Jungs? Wir haben so viel Frauen das Herz gebrochen. Die sind auch jemandes Tochter. Thank you.